Kaum zu glauben, was erzgebirgische Holzbildhauer innerhalb von 3 Arbeitstagen schaffen. Es ist Donnerstag, 10 Uhr. Wir sind auf dem Marktplatz in Lauter. Die Holzbildhauer Hartmut Rademann, Robby Schubert, Tobias Michael und Jesko Lange, alle Meister ihres Faches, machen sich mit den Holzstämmen vertraut, denen die 4 in den kommenden Stunden Sagenhaftes entlocken sollen. Hilfe beim Platzieren der schweren Stämme bekommen die Mitglieder der Künstlergruppe Exponat von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs. Ronny Schott, stellvertretender Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, spricht ein paar Worte zu den Anwesenden. Immerhin beginnt hier ein offizielles Holzbildhauersymposium. Der dabei ausgeschenkte Sekt ist für die Künstler reine Formsache für die anderen. Ihre wahre Formsache wartet im Holz. Deswegen machen sie sich gleich an die Arbeit. Es ist Sonnabend 15 Uhr. Wir sind zurück auf dem Lauterer Markt. Die Holzstämme sind nicht wiederzuerkennen. Das freut besonders den Bürgermeister der Stadt. Thomas Kunzmann, der selbst Bildhauermeister ist, hat mit Jesko Lange und Hartmut Rademann ein Stück Lebensweg gemeinsam bestritten. Zur erzgebirgischen Holzkunst sagt er: Und ich glaube schon, dass wir da auch Alleinstellungsmerkmale haben. Denn wenn man mal in die Regionen geht, es gibt viel sakrale Kunst, es gibt in Südtirol viele Kunst, aber diese heimische und liebevolle Sachen, die hier so gemacht werden, die findet man eigentlich fast bloß im Erzgebirge. Zumindest empfinde ich das so. Und umso schöner ist es, dass wir ein Projekt gefunden haben, was gefördert wird über die EU. Also EU-Geld holen wir hier rein und wollen einen nächsten Rundwanderweg, diesmal durch den Ortsteil Bernsbach, initiieren. Analog des Vogelbär-Rundweges im Ortsteil Lauter soll in Bernsbach ein Bärenrundweg mit einem Teil als Sagenweg entstehen. Die dazu passenden Holzfiguren wurden jetzt präsentiert. Hartmut Rademann hat sich mit der Sage vom Bernsbacher Heilbrunn befasst. Robby Schubert schuf einen Mönch und einen Kriegsknecht zu einer weiteren Sage. Und auch die Wunderblume von Jesko Lange nimmt Bezug auf eine sagenhafte Begebenheit. Tobias Michael steuerte einen Köhler bei. Der Bärenweg soll im Frühjahr 2019 eröffnet werden. Im kommenden Jahr sollen auch 4 weitere Holzskulpturen hinzukommen. Für die Holzgestalter der Künstlergruppe Exponat war das diesjährige Symposium nicht das erste Gastspiel in Lauter. Nachdem im Sommer 2011 ein Brand die Ortspyramide zerstört hatte, verhalfen auch Mitglieder der Künstlergruppe Exponat den Einwohnern der Stadt zu einer neuen Weihnachtspyramide.